Hallo Zuschauer, wie geht es dir so? Ja, willkommen zurück zu diesem Spiel hier. Da ist ein besonderes Asset, das hier. Ich mache ein Rot auf der Map. Ey, nein, geh weg. Bäh. Okay, geh halt nicht weg. Doofkopf. Ach komm, ich kann das doch bestimmt mal... Ja, Zerstörer. Ist ja schon zweimal der Spiel dabei abgestürzt. Vielleicht geht's nicht gegen Untote. Übertrieben hell. Alter, das macht aber viel Schaden. Gut. Bevor er Hilfe rufen kann. Ach ja, und hier. Zack. Jedenfalls müssen wir hier eigentlich nur im Kreis laufen, bis wir am Ziel sind. Hey Kumpel. Da ist mal einer dazu gespawnt, ich habe ihn genau gesehen. Schau mal nach den HP. Ach ja, den Vampirzauber, den benutzen wir wahrscheinlich nie, lieber Zuschauer. Es tut mir leid, aber... Marodierender Robo. Ja, aber es lohnt sich halt überhaupt nicht. Warte hier. Ey, Vampirfluch. Lutschi, lutschi. Ich meine, macht gut Schaden, ne? Heile, heile. Naja, ich finde jedenfalls, dass es sich nicht lohnt. Ist bestimmt ganz lustig, wenn man sich damit heilen kann. Vor allem, wenn man es gegen mehrere Gegner macht. Aber trotzdem. Daneben. Ritsche, ratsche. Windows Update installieren. Mal wieder. Okay. So liege ich dann auch mal auf dem Boden. Nach dem 7. Update. Okay, hier gibt es Geräusche. Das ist toll. Klar, dieser Stallträger. Mhm. Wo kommt der her? Man könnte sagen von der Decke, aber es ist bisher der einzige Stallträger, den ich gesehen habe. Genauso wie hier. Wer hat den halbiert? Ich meine, vielleicht hat jemand dran rumgefressen. Hat jemand Hunger gehabt. Hat sich überlegt, jetzt ein Torso. Ein paar Arme und ein Kopf. Köstlich. Aber immer dran denken, liebe Kinder. Gehirn nicht essen. Ja? Also wenn du einen Menschen isst, dann auf keinen Fall das Gehirn essen. Das macht dich krank. Alles andere ist okay. So Muskeln und sowas, gar kein Problem. Mach das nur. Gute Proteine. Da hier auch nochmal hier schön aufgespießt. So, am Medikamententrank, am Medikamentenschrank ein Trank geklaut. Ein leckerer Hustensaft. Hustensaft hat immer voll gut geschmeckt als Kind, oder? Hustensaft. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf, mal wieder in der Flasche reinzuziehen. Ja, aber als Erwachsener benutze ich eigentlich nie Hustensaft. Ich meine, ich habe auch nicht so oft Husten. Schon gar nicht irgendwie schlimm. Aber ja. Als Kind gab es das immer. Oder immer ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Allerdings gab es auch häufig einfach nur, oh, einmal Riechsalz. Zwiebel in Honig. Muss doch auch gut für den Hals sein und bla. Das war so mittelmäßig. So, es ist jetzt nicht super eklig, aber auch nicht sonderlich köstlich. Achso, da bin ich hier falsch. Ich muss erst woanders lang. Und
mehr abhebeln. Und wo lang eigentlich? Einmal da unten. Und dann, ach ja, ich sehe wohin. Ich sehe wohin, ich muss lieber zuschauen. Auf die andere Seite. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja, hier lang. Ist mal lustig, wo unser Schatten immer rumspringt. Wenn sich Lichtquellen ändern. Ganz witzig gemacht, das gefällt mir. Mehr Türen. Noch mehr Türen bedeutet noch mehr Hebel. Man kann nie genug Türen und Hebel haben. Und Hebel, die Türen öffnen und schließen. Da waren wir noch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, in diesem kleinen Areal hier waren wir noch nicht. Ich kill den mal, weil ich glaube, hier muss es ja irgendwas geben. 4 von euch Sacktretern. Heilt ihr mich wieder? Heilungsgranate. Ich warte mal ganz kurz. Wäre ganz cool, wenn sie uns alle mal heilen. Nein. Nicht euch. Nicht euch. Und, lieber Gegner. Nein. Das machst du falsch. Ich gebe noch einen Moment. Oh shit, das ist keine Heilung. Das ist keine Heilung. Na komm, letzter Versuch. Na super, jetzt habe ich einen Salat. Ich habe es geschafft. Ich nehme auch mein Item. Ein Riechsalz. Für dich, meine Liebe. Steh mal auf. Und dann brauchen wir auch mehr Core-Energie, nicht wahr? Jemand hat vergessen nachzuladen. So. Nein, wieder falsch, Mensch. Das war voll lustig. Habe ich mich gefreut. Ich hoffe, man legt sich nicht gleich wieder schlafen. Gut. Dann machen wir das da, wie immer. Und dann gibt es ja gleich einen richtig fetten Peng. Bei 4 Gegnern. Die machen mal extra Lärm hier, die Kerlchen. Schön. Ach ja, Wurzel. So, und gibt es jetzt hier was? Für unsere Mühen? Das war nur der Hub vom Anfang, ne? Da wollte ich auch gar nicht hin. Ich meine, schön, dass wir hier sind, aber hier wollte ich nicht her. Ich hatte das Ding hier gemeint. Dieses kleine Gebiet. Mit dem einen oder anderen Lobo-Verschnitt. Nee, ich habe schon wieder vergessen hier. Noch 3 Stück. Ist das nicht so viel? Wäre es natürlich klug, sparsam zu sein. Oder man nimmt einfach immer zu den 70 Core-Energie-Zauber. Das stärkste und teuerste, was wir so haben. Und zwar die ganze Zeit. Das geht auch. Ich habe auch so diese furchtbare Angewohnheit, dass ich in dem Spiel immer alles aufheben muss. Ne? Es könnte immer ein Notfall sein und dann braucht man noch dieses Item vielleicht. Wow, hier gibt's gar nichts. Und deswegen muss ich das aufheben hier. Wir haben ja nur noch 1 und hier nur noch 8 davon. Man weiß ja nie. Und ich habe ganze Spiele mit immer der bekacktesten Waffe durchgespielt. Weil man weiß ja nie, ne? Könnte ja mal ein Notfall eintreten. Und dann tritt ein Notfall ein. Aber es könnte nach diesem Notfall noch ein größerer Notfall eintreten. Ja. Jetzt müsste ich mir echt, vor allem auch viele Let's Plays mal, das Ding gerade gehüpft, der Ball, mal einfach umgewöhnen, dass ich hier wirklich mal das fette Zeug auspacke. Ständig. Und die coolen Waffen benutze. Weil sonst hebe ich die für immer auf und ja. Der Notfall, der kommt nie. Feuerio. Ja, wie war das? Ich habe keinen Mana mehr. Benutze einen Äther. Aber Äther kann man nicht kaufen. Das ist der finale Kampf. Aber ich habe nur 58 davon.
So geht's mir auch. Hey, ein Schrank. Offener Schrank. Da, ich will, dass da was drin ist. Ständig. Ich habe diese Erwartungshaltung. Ein weiterer Trank. Jede Menge Getränke. Ist wahrscheinlich der ganze Stuff von den Wissenschaftlern hier. Oh, den wollte ich anklicken. Das ist die Tür, die wir noch brauchen, ne? Diese Tür und noch eine zweite und dann noch ein Shortcut, hä? Nope, kein Shortcut. Habe ich jetzt hier wirklich alles abgekrabbelt? Ich gehe einfach davon aus. So, hier oben. Ey, ich schaue nochmal ganz fix nach meinen FPS. Tja. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, ne? Das ist halt das Spiel. Das ist halt nicht so richtig. Nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, das. Ärgert mich ein kleines bisschen, dass es nicht super mega ultra flüssig ist. Ich meine, ich habe hier den Bildstabilisator natürlich drin. Der hilft ein bisschen. Naja, ja. Und der verschwand in der Wand. Die mag ich, die haben immer gute Laune. Schauen die an. Wie er sich freut. Und da fliegt er mal Leuten in den Schritt. Das finde ich aus Prinzip auch lustig. Macht er immer nom nom nom. Damit kann ich mich identifizieren. Nö, ja, komm. Zack. Voll geladen. So, hier müssen wir hin. Diese Türen sind neu auf. Wir gehen erstmal nach links. Ja, so hänge ich dann auch manchmal da. Da. Es sieht alles ein bisschen so aus. Hey, na, Freunde. Ihr seid die super Sacktreter. Da reicht ein kleiner Urknall, ne? Ein kleiner Urknall. Ja, die können sich gegenseitig heilen. Das ist immer unangenehm. Ich bin echt froh, dass ich nicht auf normale Art und Weise gegen die kämpfen muss. Boom. Jo, 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 jo. Oh, ein Schrank. Der ist offen. Da will ich, dass da was drin ist. Ein weiterer Trank. Hier gibt es immer Tränke in den Schränken. Wie gesagt, der geheime Alkoholvorrat. So, ist hier unten noch was? Ja, sonst sehe ich hier leider nichts. Gehe ich wieder. Nee, wie gesagt, hier ist der Schlüssel bestimmt. Der blaue. Für Genom-Labor in Klammern blau. Und natürlich geht es eine Tür auf oder zwei oder drei oder vier. Weil, ist so. Okay, oder es geht mal eine zu, weil, klar. Okay, warum nicht? Behältnisse mit Tür öffnen zu verbinden macht natürlich immer völlig Sinn. Ja, ich hätte schon überlegt gehabt, ob die ganzen Gegner hier irgendwie, ja, wir da durch müssen quasi. Aber ich habe gedacht, naja, die sind in eigenen Räumen. Habe nicht damit gerechnet, dass die jetzt rauslaufen. Ich finde die Roboter dem Gelb immer noch cool. Dem Gelb mit dem Braun. Die gefallen mir echt gut. Auch in diesem Licht hier. Die ganze Beleuchtung hat auch nochmal eine extra Farbe. In Subterracore. Okay, mehr Türen, klar. Komm schon, Spiel. Lass mich zocken. Alter. Das hat echt überhand genommen, oder? In den letzten 10, 20 Folgen. Dieser Türwahnsinn. Ich hab bestimmt irgendeine Türfirma investiert oder gespendet. Die automatische Türen verkaufen. Ordnung. Ich nehme mal einen Urknall. Der ist ein bisschen günstiger. Ich glaube 10 oder 5 nur. Wenn schon ein paar Mal das ein Urknall bei dem Zombie nicht gereicht hat. Aber die halten scheinbar ein bisschen weniger auf. Auf der, ich sag mal, speziellen Seite. Nicht auf der physischen. Und ist hier unten noch was? Nee, ne? Sieht mir nicht danach aus. Na gut. Rein theoretisch könnten wir wieder nach Hause gehen. Oder erstmal hier raus. Da unten darf ich nicht mehr lang. Ich muss jetzt oben lang. Okay.
liebes Spiel, wenn du das so möchtest, mache ich das natürlich sehr gerne. Ja, immer weiter. Ich gucke ständig auf die Map. Aber an was anderem orientiere ich mich in diesem Spiel hier auch gar nicht so recht. Da oben darf ich nicht mehr lang, wir werden hier direkt lang geführt. Wir sollen ganz unbedingt hier lang. Kann ich hier umgehen, wenn ich das schlau mache? Wow, das war jetzt so schwer, die zu umgehen, das war... Wow, dieser Skill, der da vonnöten war. Komm schon, na also, das gefällt mir. Belohne mich, Spiel, belohne mich. Mit einem Quarterfakt, hey. Benutze ich direkt mal. Ah. Mit einem köstlichen Arm. Oh, ich habe eigentlich gedacht, hier ist nochmal genau derselbe Aufbau. So. Belohne mich, Spiel, belohne mich. Warum denn nicht? Die Gegner haben auch keinen Bock, gegen uns zu kämpfen, kann ich verstehen. Ein Elixier, das finde ich nicht schlecht. HP braucht man immer. Egal, ob man mit normalen Waffen angreift oder mit Core-Gedöns. Ja, die ganzen Gegner lasse ich hier alle links liegen, ist mir jetzt alles egal. Die muss ich mitnehmen? Nein, muss ich nicht. Haha. Schau nur. Ach komm, das ist doch... Was? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich war schon in der Tür drin. Ich war schon vorbei. Oh, ich hätte mal einen Urknall nehmen sollen wegen Min-Maxing. Ich hätte es gekotzt, wenn der mich gleich gesehen hätte hier. Ich war schon voll vorbei. Am Gegner. Hier geht's wirklich nicht. Ich weiß, kann jetzt nicht in jedem Raum was geben, aber trotzdem. Die Räume haben wir. Genau, der da unten fehlt noch. Auf der gegenüberliegenden Seite. Der hier. Der ist auch neu, oder? Ja, aber es gibt's hier nicht. Nur Gegner. Wo kommen wir zurück? Wir können hier überall zurück. Gibt's hier noch was Neues, was offen ist? Negativ. Wir haben alle Räume offen, wir haben alles abgeknuspert. Ich glaube, das war's. Ich gehe mal hier links lang. Einfach damit ich nicht an den Gegner nochmal vorbei muss. Aber ich bin jetzt ein bisschen stolz auf meinen von den Schleichfähigkeiten. Sneak 100. 100. Okay, gehen wir wieder raus. Die ganzen Erdbeben die ganze Zeit, die machen mich auch ein kleines bisschen kirre. So, lieber Zuschauer, wir haben jetzt endlich für Jinam Labor Blau das finale Jinam Labor. Ich will hier raus. Am Anfang war es cool. Ich finde es auch im Optischen mal ganz cool hier sowas. Aber jetzt habe ich langsam nicht mehr so richtig Lust. Außerdem mache ich mich so innerlich schon auf die Enttäuschung bereit. Dass Drax, der alte Spack, uns nicht begegnen wird. Oh. Oh, das geht gar nicht. Feuer. Habe ich noch irgendwas Stärkeres? Eine Beschwörung. Ouroboros ist, glaube ich, die stärkste Beschwörung, die wir so können für das Mana. Ich hoffe mal, das reicht. Sollte aber eigentlich, ne? Sprüh, sprüh, sprüh. Ja. Ich wollte nicht, dass er noch einen Kollegen holt. So, wie schaut es denn aus mit unserem... Hier haben wir noch eins, davon haben wir noch sieben. Whoop. Das ist okay, sage ich mal. Ich hoffe, es gibt keinen Bosskampf. Ich meine, wir haben das Ding noch, ne?
Aber das war's dann auch schon von Co-Energie. Wir haben noch das hier und das da und das da. Und dann haben wir Pech. So ist das. Okay. Also, hier lang. Und da. Ah, ja. Ich schau mal fix auf die Map. Da hinten komme ich überall durch. Da komme ich überall durch. Auf der anderen Seite komme ich bis dahin. Ich schau gerade, wo ich lang komme und was davon am meisten aussieht wie ein Hebel. Und wie viel Hebel ich eigentlich brauche. Bestimmt zwei. Das heißt, ich gehe erst da lang. Okay. Gut, ich habe einen Plan für die nächste Folge, lieber Zuschauer. Ich weiß, wo ich lang gehen möchte. Ich sehe einen Spacks. Ich sehe einen kleinen Spacks. Und damit meine ich nicht dich, lieber Zuschauer. Ja, jedenfalls, ich habe einen Plan für die nächste Folge, wo ich lang möchte. Um das möglichst effektiv abzuklamüsern. Und dann sind wir hier bald wieder draußen. Ja. Müssen wir dann wirklich durch die Katakomben zurück? Kann gut sein, dass uns das Spiel eine Abkürzung erlaubt. Ne? Naja, ich sage erstmal vielen Dank, lieber Zuschauer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.